Wir hören gleich Lea Richter zu digitaler Manipulationsresilienz. Links zum Frage- und Antwort-Pad und zum Breakout-Room findet ihr einen Fahrplan. Lea Richter setzt sich mit vielen Dingen auseinander, die um die Traumwelt Internet und solche Dinge gehen, Lernprozesse bei Kindern und so weiter. Was sie jetzt im Moment interessiert, ist die digitale Manipulationsresilienz. Was das ist, werden wir gleich wissen. Sie wird schnell sprechen, weil viele Dinge müssen da untergebracht werden. Viel Spaß. Ja, ich bin froh, dass ihr schon vorgewarnt seid. Es wird ein gewisses Tempo geben. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem gut folgen. Mein Name ist Lea Richter und wie schon angekündigt, wird es jetzt um digitale Manipulationsresilienz gehen. Nämlich, es geht um die Frage, wie fallen wir denn nicht auf manipulative Kommunikation im Netz rein? Und da wird es auch um psychologische Themen gehen. Grundsätzlich ist die Frage, wie und warum funktioniert denn Manipulation überhaupt und warum verbreiten sich populistische Narrative, warum wird Propaganda geglaubt, warum steigen Menschen in Verschwörungsbubbles ein und warum lassen sich Menschen für Radikalisierung ködern? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir erstmal genauer reinschauen, warum sind wir denn überhaupt empfänglich für Manipulation? Und da sage ich ganz bewusst wir, denn so eine typische Annahme, die immer noch weit verbreitet ist, auf Manipulation reinfallen, das tun die anderen. Das sind die da hinten, die Idiotinnen, die da stehen, die haben keine Ahnung, mir würde sowas niemals passieren. Was natürlich eine entlastende Annahme ist, weil dann muss ich mich selber damit nicht beschäftigen. Allerdings ist es so, dass wir alle potenziell für Manipulation anfällig sind und deshalb sollten wir auch alle wissen, wie das funktioniert, warum das so ist und wie wir uns schützen können. Schauen wir also mal rein, was uns eigentlich anfällig macht. Ich habe hier drei Punkte mitgebracht, die ich wichtig finde, die in der psychologischen Perspektive liegen. Und zwar, das ist einmal das Thema, dass wir alle psychologische Grundbedürfnisse haben, an die man andocken kann. Wir haben alle verletzliche Phasen im Leben, die uns ein bisschen wackeliger auf den Beinen machen und die es etwas wahrscheinlicher machen, dass wir auf jemanden hereinfallen, der in dieser Phase an uns herantritt und versucht, uns zu manipulieren. Und wir haben auch alle ein Hirn, das sich leider systematisch täuscht. Schauen wir doch erstmal in die psychologischen Grundbedürfnisse rein. Ihr denkt jetzt vielleicht, der eine oder andere denkt jetzt vielleicht an, jetzt kommt die Pyramide von Maslow. Nein, wir gucken wirklich auf die psychologischen Grundbedürfnisse. Und in der Forschung gibt es da verschiedene Konzepte dazu. Die meisten einigen sich hier schon mal auf die ersten drei und einige weitere Konzepte ergänzen die um die anderen beiden, die ich hier wichtig finde, weil sie sehr gut zu diesen digitalen Manipulationskonzepten passen. Deshalb würde ich euch gerne alle fünf vorstellen. Das erste ist das Thema Bindung und während man, wenn man über Bindung spricht, normalerweise denkt an Mutter-Kind-Bindung oder an romantische Beziehungen, ist das hier erweitert zu sehen und zwar, das ist so gedacht, dass auch die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen relevant ist. Wir haben den Wunsch, dazuzugehören und versprechen uns davon einen gewissen Schutz in der Gruppe, anstatt isoliert zu sein. Der zweite Punkt ist der Wunsch nach Kontrolle und Orientierung. Das führt im Endeffekt auf den Wunsch hinaus, dass wir uns sicher fühlen wollen. Das heißt, wenn wir orientiert sind in unserem Umfeld, einen Überblick haben, sind wir in der Lage, auch Kontrolle auszuüben oder haben zumindest den Eindruck. Und das gibt uns ein Gefühl davon, dass wir eine Sicherheit für uns herstellen können oder dass wir in Sicherheit sind. Das Erleben von Kontrolle stellt gefühlte Sicherheit her. Der nächste Punkt ist sehr wichtig, das ist das Thema Selbstwert oder Selbstwerterhöhung. Das ist auch etwas, was eine große Rolle spielt, wenn es zum Beispiel um psychische Probleme geht. Ganz viele von uns haben oder hatten mal Selbstwertprobleme und wissen, wie unangenehm das ist, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Man strebt dann nach einer Selbstwerterhöhung, um sich wieder wohl mit sich selbst zu fühlen, denn wir wollen vor uns und anderen gut dastehen. Und da kann natürlich auch jemand andocken, der uns Angebote macht, um zu sagen, Mensch, wenn du zu uns kommst, dann bist du wieder und so weiter. Das zielt auf diesen Selbstwert, auf dieses Selbstwertthema ab. Der nächste Punkt ist Lust erzeugen oder Unlustvermeidung. Das ist sehr einfach zu übersetzen. Das ist nämlich einfach die Aussage, wir wollen uns gut fühlen. Wir wollen in angenehmen Zuständen sein und unangenehme Zustände vermeiden. Auch da werden wir später bei den Beispielen noch sehen, wie das konkret bei Manipulationsversuchen verwendet werden kann.
Und zu guter Letzt haben wir das Thema Sinnhaftigkeit. Wir wollen ein Leben führen, das sich für uns sinnvoll anfühlt. Und das tut es nicht immer. Und natürlich kann dann auch mal jemand von außen kommen und sagen, Mensch, wenn du dich uns anschließt, da hast du eine so sinnvolle Aufgabe in einem bestimmten Weltkonzept, in einem bestimmten Weltbild. Und von diesem sinnvollen Erleben her des eigenen Lebens heraus geht es auch wieder auf den Selbstwert, weil wenn ich das Gefühl habe, das, was ich tue, ist sinnvoll, das leistet einen guten Beitrag, erhöht das wiederum auch meinen Selbstwert. Ich werde die nachher nochmal kurz zusammenfassen und wir werden da auch immer wieder darauf referenzieren. Das heißt, ihr müsst sie jetzt nicht auswendig lernen. Die werden aber wirklich sehr oft verwendet. Kommen wir zu den verletzlichen Phasen. Jeder von uns hat mal verletzliche Phasen im Leben, wo wir besonders nach Halt und Orientierung suchen. Eine ganz typische Phase ist der Übergang von der Kindheit ins Erwachsenenalter, also die Pubertät, wo ganz viele Fragen gestellt werden. Wer bin ich? Bin ich okay, wie ich bin? Gehöre ich irgendwo dazu? Da sind wir wieder beim sozialen Anschluss. Schaffe ich das, was ich schaffen muss? Bin ich gut genug und so weiter? Und bei der Pubertät kommt natürlich hinzu, dass wir es hier mit jungen Menschen zu tun haben, die natürlich vom Alter her allein schon noch naiver sind als ältere Menschen, weil bestimmte Lebenserfahrungen noch nicht da sind. Also man fällt vielleicht eher auch nochmal auf Konzepte herein, die einem angeboten werden, als das 10 oder 20 Jahre später vielleicht hoffentlich noch der Fall wäre. Andere Lebenskrisen können sein Jobverlust, Scheidung, Trauerfall. Also im Grunde wäre das definiert als ein Ereignis, das meine bisherigen Bewältigungsmöglichkeiten übersteigt, sodass ich überfordert bin. Und ihr habt das vielleicht öfter schon mal gelesen, wenn darüber berichtet wird, warum landen Leute in Verschwörungsbubbles oder auch, warum wenden sich Leute Karrieren in der AfD zu. Da ist immer mal wieder die Rede von gebrochenen Lebensläufen, von Lebensentwürfen, die irgendwie in der Sackgasse gelandet sind. Und dann ist die Rede, dann habe ich irgendwie diese Leute gefunden und Anschluss gefunden. Also dieses Wording taucht wieder auf und da finden wir also auch die Lebenskrisen wieder. Zu guter Letzt haben wir das Thema, dass wir alle ein Hirn haben, das sich systematisch täuscht. Das hören wir wahnsinnig ungern, denn unser Selbstkonzept als Mensch ist eigentlich ein anderes. Wir halten uns eher für objektiv und rational, wir sind es aber nicht und wir unterliegen eben alle kognitiven Fehlurteilen, die unser Denken beeinflussen. Das hat seine Gründe, denn das Hirn wird den ganzen Tag beschossen mit ganz vielen Sinneseindrücken, die sehr, sehr viele Informationen sind, die alle verarbeitet werden wollen, die aber nicht alle zeitgleich verarbeitet werden können. Das heißt, es muss gefiltert und priorisiert werden, um auch Energie zu sparen und manchmal auch um den Selbstwert zu schützen. Und das Vorgehen funktioniert auch meistens, sonst hätte sich das evolutionspsychologisch jetzt nicht bewährt, aber es funktioniert eben nicht 100% in allen Fällen, in denen es angewandt wird und dadurch kommen dann entsprechende Fehlschlüsse zustande. Ein paar Beispiele dafür habe ich euch mitgebracht und vielleicht erkennt ihr euch in dem einen oder anderen wieder. Wie gesagt, das sind allgemein geltende Abkürzungen, die wir alle mehr oder weniger nehmen. Da gibt es Fehlurteile, die zum Beispiel beeinflussen, wie wir mit anderen Menschen interagieren. Ein ganz berühmter ist von einer Eigenschaft, die wir bei einer uns noch fremden Person wahrnehmen und wir schließen von dieser Eigenschaft, weil wir mit der Eigenschaft bestimmte Dinge verbinden, darauf, dass andere Eigenschaften auch da sein müssen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Brille trägt, dann ist damit assoziiert, dass es eine intelligente Person, obwohl es keine wirkliche Verbindung zwingend gibt, aber wir haben uns das irgendwann mal so gemerkt und wir nehmen das dann an. Oder wenn jemand attraktiv ist und hübsch aussieht, sprechen wir dieser Person eher zu, dass sie freundlich und offen und vertrauensvoll ist, vertrauenswürdig ist, was aber nicht unbedingt der Fall sein muss. Das wäre der Halo-Effekt. Auch relevant für die Manipulationsthemen, die wir uns nachher noch anschauen werden, ist das Thema Sympathie durch Ähnlichkeit. Wenn wir den Eindruck haben, dass jemand uns ähnlich ist, egal an welchen Parametern wir das jetzt festmachen, ist diese Person uns sympathisch oder sympathischer und wir sind dieser Person gegenüber offener, freundlicher und vertrauensvoller. Und relevant für Gruppenprozesse ist das Thema In-Group-Bias. Das bezeichnet quasi, was passiert, wenn wir eine Gruppe in Untergruppen aufteilen. Also wenn wir zum Beispiel eine Schulklasse nehmen, sagen, ihr seid jetzt Gruppe A und ihr seid jetzt Gruppe B, ohne irgendein sonderliches Kriterium zu verwenden, fängt Gruppe A automatisch an, sich selbst aufzuwerten und Gruppe B abzuwerten. Und Gruppe B macht das genauso. Einfach nur, weil die in Gruppen aufgeteilt worden sind. Jetzt haben wir noch gar keine Erklärung dafür, die über Halo-Effekt noch irgendwas auslösen könnte, nur durch die Aufteilung. Da werden wir heute noch mehrfach zukommen.
Auch interessant für Manipulationsversuche ist das Konzept von Commitment und Konsistenz. Das besagt im Grunde, wenn ich jetzt euch dazu bringe, mir zu irgendwas Einfachem zuzustimmen, da könnte ich ja was sehr Basales nehmen, und euch danach etwas frage, was vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, was aber in dieselbe Richtung geht, dann werdet ihr geneigt sein, dem auch zuzustimmen, einfach weil ihr euch konsistent verhalten wollt. Ihr habt am Anfang quasi Commitment gezeigt und jetzt kommt ihr aus der Nummer nicht mehr raus. Wer A sagt, muss auch B sagen, sonst fühlt sich das unangenehm an. Reaktanz ist eine Art von Trotz, die vor allem bei Werbung auch auffällt, wenn ihr mal den Eindruck hattet, eine Werbung ist sehr penetrant und bedrängt euch an jeder Ecke und nervt und nervt und nervt, kommt ja eine Art Trotz hoch, die sagt, boah, jetzt kaufe ich den Quatsch erst recht nicht. Das ist Reaktanz. Reaktanz entsteht dann, ist eine Art von Trotz, die entsteht, wenn wir das Gefühl haben, mein Gegenüber will meine Handlungsfreiheit einschränken, ja, indem sie mir etwas vorenthält, mir etwas aufdrängt oder mich bedrängt, dann kommt es zur Reaktanz. Das funktioniert auch in Kombination mit Knappheit, denn wenn ich das Gefühl habe, jemand will mir was vorenthalten, ja, also sagt mir zum Beispiel, dieses Produkt gibt es jetzt nur noch 2 Tage oder es ist eine Limited Edition, wird eine künstliche Knappheit hergestellt über das Marketing, die dafür sorgt, dass ich das jetzt eher haben will, weil ich das Gefühl habe, er will es mir vorenthalten. Deshalb möchte ich meine Freiheit zurückholen, jetzt will ich es umso mehr haben. Das wird als Trick verwendet. Und zu guter Letzt das Thema Reziprozität. Wenn ich euch einen Gefallen tue oder euch was schenke, und das kann ein Werbekugelschreiber sein, werdet ihr danach das Bedürfnis haben, euch zu revanchieren, weil ihr nicht in meiner Schuld stehen wollt. Es kommt etwas in Ungleichgewicht und das wollt ihr ausgleichen. Das kann ich natürlich verwenden, wenn ich jemand bin, der versucht zu manipulieren. Deshalb gibt es übrigens Werbekugelschreiber. Diese Fehlurteile beziehen sich aber jetzt nicht nur darauf, wie ihr mit anderen Leuten interagiert, sondern auch, wie ihr ein Urteil euch über die Welt bildet. Interessant ist der Negativity Bias, der ist im Übrigen auch für klinische Themen relevant. Wir neigen dazu, negative Reize oder mögliche Gefahrenreize um uns herum stärker wahrzunehmen und stärker zu erinnern als positive oder friedliche Reize oder andere Dinge, die eben scheinbar keine Gefahr darstellen. Eben die Gefahr ist auch das Schlüsselwort an der Stelle, weil evolutionspsychologisch hätte ja sein können, dass ein Angst oder ein dramatischer Reiz bedeutet, dass wir in Gefahr sind. Da muss man natürlich hingucken, um sich zu schützen. Aber das führt auch dazu, dass wenn wir einen 50-50-Tag hatten, 50% gut, 50% schlecht und wir abends Revue passieren, dass wir uns stärker an das Negative erinnern und dann denken, war eigentlich ein Scheißtag, obwohl es nicht der Fall war. Das führt in Kommunikationsthemen aber auch dazu, dass uns negative Themen besonders anziehen und die Aufmerksamkeit binden. Confirmation Bias besagt, dass wir tendenziell, wenn wir uns schon eine Meinung gebildet haben über ein Thema, dass wir dann auch eher Informationen suchen und wahrnehmen, die diese bereits gefestigte Meinung unterstützen, anstatt uns zu verunsichern mit, naja, könnte auch was anderes sein oder vielleicht habe ich mich geirrt. Das sind nämlich unangenehme Zustände und die wollen wir vermeiden. Außerdem spart es natürlich im Hirn auch Energie, wenn wir jetzt nicht alle anderen Optionen auch noch prüfen, weil eigentlich wollten wir eh schon Option A. Und ob die jetzt richtig ist, naja. Also eine Abkürzung, die funktionieren kann, aber nicht muss. Und zu guter Letzt der Proportionality Bias, also Verhältnismäßigkeitsverzerrung. Bei dramatischen Ereignissen erwarten wir eher einen proportional dramatischen Auslöser. Also ihr kennt ja die Erzählungen von, die Corona-Pandemie kann nicht einfach aufgrund von der blöden Kombination von zufälligen Faktoren entstanden sein. Da muss eine große, dramatische, mächtige, bösartige Weltverschwörung dahinter stecken. Das ist genau so eine Erzählung, die so darauf fußt. Confirmation Bias und Proportionality Bias spielen eine große Rolle bei Verschwörungsideologie und Katharina Nockhorn und Pierre Lamberti haben das in Fake Facts auch sehr gut auch psychologisch hergeleitet. Das kann ich an der Stelle mal empfehlen. Und wenn ihr jetzt denkt, das reicht doch eigentlich schon, sind wir auf der Metaebene leider immer noch nicht fertig, denn es ist nicht nur unser Denken verzerrt, sondern leider auch das Denken über das Denken, denn bei allen Dingen, die ich euch gerade vorgestellt habe, ist es relativ wahrscheinlich, dass ihr euch denkt, ja, ist ja alles schön und gut, wenn die anderen daran glauben, aber für mich gilt das nicht. Wir glauben nämlich fälschlicherweise von genau solchen Effekten nicht selbst betroffen zu sein, was wiederum dazu führt, dass wir uns eben nicht bewusster sind und vorsichtiger sind mit diesen Effekten. Und auch was manipulative Kommunikation im Netz zum Beispiel angeht. Wir wissen zwar, dass diese Dinge stattfinden, wir glauben aber eher gemäß Third-Person-Effekt. Das betrifft die anderen, sich davon beeinflussen, ich aber nicht. Also an der Stelle nochmal die Reminder, das ist unangenehm, aber eigentlich gilt es für uns alle. Was bedeutet das jetzt? Diese Punkte machen uns erstmal alle potenziell empfänglich für Manipulation. Wir sind über unsere psychologischen Grundbedürfnisse ansprechbar, sprich Bindung, Kontrolle, Orientierung, also da geht es um Sicherheit,
Selbstwerterhöhung, Lusterzeugung, Unlustvermeidung und Sinnhaftigkeit. In Phasen besonderer Verletzbarkeit sind wir leichter zu manipulieren. Das kann Phasen sein wie in der Pubertät, aber auch Krisen wie Jobverlust oder Scheidung. Und der Energiesparmodus in unserem Hirn führt regelmäßig zu Fehlurteilen. Unsere Urteilsbildung ist eben nicht voll rational. Wie könnte das jetzt aussehen? Wir haben jetzt gesehen, was sind mögliche Andockstellen, mögliche Vulnerabilitäten, die wir alle mehr oder weniger in uns tragen. Und deshalb habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie das sein könnte, wie das aussehen könnte, wenn jemand versucht, das zu adressieren. Nehmen wir einfach mal an, ich versuche jetzt, euer Vertrauen zu gewinnen und euch zu irgendeiner Handlung zu bewegen. Sagen wir mal, ich will, dass ihr ein bestimmtes Produkt von mir kauft oder euch irgendeiner Community anschließt, was auch immer. Gibt es ja genug Beispiele. Ich könnte das zum Beispiel wie folgt verwenden. Also, um den Ton schon mal zu setzen, könnte ich sagen, gut, ich trage Brille, ich trage tatsächlich Brille, und mache mich besonders hübsch, ja, und ich versuche, die Tonalität, Codes und euer Auftreten zu imitieren. Was würde mir das bringen? Ich würde einmal über Halo-Effekt erzeugen, dass ihr mich tendenziell für eher intelligent, freundlich und vertrauenswürdig haltet oder zumindest mehr, als wenn ich diese Sachen nicht gesetzt hätte. Und ich würde versuchen, Sympathie zu erzeugen, indem ich so tue, als wäre ich einer von euch. Als würde ich zu euch gehören, wäre ich euch ähnlich. Ihr würdet mich dann für sympathischer halten und wärt mir gegenüber schon mal offener, was natürlich super ist, wenn ich euch irgendwas andrehen will. Im nächsten Schritt bitte ich vielleicht um Zustimmung zu irgendwelchen niedrigschwelligen Dingen. Ja? Später steigere ich die Intensität der Abfragen. Typisches Beispiel kennt ihr vielleicht vom Fundraising. Ihr lauft in der Fußgängerzone rum und irgendjemand sagt, haben Sie ein Herz für Tiere? Besonders fies, weil natürlich sozial erwartet ist, da jetzt nicht zu sagen, nee, ich hasse Tiere, Tiere sind scheiße. Ja? In dem Moment, wo ich dann aber sage, ja klar, habe ich das Commitment schon gesetzt, darum geht es hier nämlich. Und dann wird später die Konsistenz abgefragt, wenn es dann umgeht, wollen Sie denn nicht fürs Tierheim spenden? Das ist so ein Beispiel zu niedrigschwelligem Einstieg und dann was abfragen. Das heißt, nach der ersten Zustimmung fühlt sich die Ablehnung unangenehm an, sodass weitere Zustimmung wahrscheinlich wird. Und vielleicht schenke ich euch dann noch was oder ich tue euch einen Gefallen. Das Beispiel hatten wir eben schon mit dem Werbekugelschreiber. Gemäß der Reziprozität habt ihr jetzt den Wunsch, euch zu revanchieren, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und idealerweise habe ich auch 20 Minuten später im Gespräch das perfekte Angebot, wo ihr das machen könnt. Denn da frage ich euch nämlich, ob ihr mein Produkt kaufen wollt. Was könnte ich sonst noch machen? Ich könnte euch versprechen, in Teil einer erlesenen Community zu werden. Nicht jeder so einfach rein kann und wo das allein deshalb schon was Positives über euch aussagt, nur dass ihr dabei seid. Da sind wir bei der Knappheit. Wir bieten Bindung an. Ja? Also ihr werdet dann Teil einer Gruppe und ihr werdet aufgewertet, also Selbstwert. Ich stelle also einen erhöhten Selbstwert und bediente Bindungsbedürfnisse auf Basis der Mitgliedschaft in einer exklusiven Gemeinschaft in Aussicht. Toll. Vielleicht verspreche ich euch auch noch eine wichtige, sinnhafte Rolle und werte dann nochmal also biete euch Sinnhaftigkeit an und damit indirekt auch eine Aufwertung des Selbstwerts. Und das sind natürlich auch Dinge, die durchaus verfangen können. Wichtig ist mir aber auch noch zu erklären, dass es nicht um Wenn-Dann-Reaktionen geht. Ich drücke auf den Knopf und jeder reagiert genauso und das funktioniert in jeder Situation und immer und absolut. Das ist nicht der Fall. Aber es geht darum, eine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass ein bestimmtes gewünschtes Verhalten gezeigt wird. Und wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich kombiniere gleich mehrere dieser Tricks, dann wird die Wahrscheinlichkeit natürlich nochmal deutlich erhöht. Was für uns hier heute relevant ist und weshalb ich auch diesen Vortrag halte, ist die Tatsache, dass über dieses Reaktanzprinzip, sprich ich fühle mich bedrängt und ich mache das Gegenteil, das kann für uns der Schlüssel sein. Denn in dem Moment, wo jemand merkt, dass jemand versucht, ihn zu manipulieren, wird er versuchen, sich davon freizuschlagen. Das heißt, diese ganzen Manipulationstricks bauen sehr stark darauf, dass das Opfer nicht merkt, dass hier manipuliert wird. Und dem kann man natürlich entgegenwirken, indem man über Manipulation aufklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht sowas in echt aus? Und jetzt verbinden wir nämlich die Vulnerabilitäten und die Exploits dieser Vulnerabilitäten mit den tatsächlichen Mustern und den tatsächlichen Ecken im Netz, wo solche Dinge stattfinden. Ich habe vier Phänomene mitgebracht, die wir leider vermutlich zur Genüge spätestens seit den letzten beiden Jahren. Das ist einmal das Thema Populismus, das ist das Thema Propaganda, Radikalisierungsangebote, die gemacht werden im Netz und das Thema Verschwörungsideologie. Wir steigen ein mit Populismus.
Ich habe mitgebracht das Narrativ vom großen Austausch. Das ist eine Erzählung, die eher aus dem rechtsextremen Spektrum kommt, aber auch aus dem populistischen, rechtspopulistischen Spektrum massiv gespielt wird. Inwiefern die beiden jetzt überhaupt voneinander zu trennen sind, das wird, darf gern Gegenstand eines anderen Vortrags sein, aber wir nehmen es hier mal als Beispiel für Populismus, denn zum Beispiel die AfD verwendet das auch massiv. Wo wird das verteilt? Eigentlich überall da, wo jemand mitliest und das weiterteilt. Auch hier nicht ausschließlich Internet, aber eben auch in großen Mengen. Entsprechend hier heute mit dabei. Wer das Narrativ nicht kennt, grob gesehen bedeutet dieses Narrativ im großen Austausch, dass große Gruppen von Geflüchteten nach Deutschland geholt werden oder in großen Gruppen herkommen, um Deutschland umzufolgen, zu islamisieren. Diese Begriffe habt ihr sicher schon gehört, die Bevölkerung auszutauschen. Ja? Also es wird natürlich eine Bösartigkeit, eine Feindseligkeit suggeriert und teilweise wird auch suggeriert, dass das organisiert sei. Aber da kommen wir gleich dazu. Gefährlich an dem Narrativ ist, dass es Gewalt legitimiert und auch schon, dass da auch schon entsprechende Vorfälle daraus entstanden sind. Schauen wir es uns mal Schritt für Schritt in den Kernaussagen an. Also, wir fangen hier an mit dem ersten Satz. Geflüchtete sind anders als wir, ist eine der Kernaussagen. Sie sind gefährliche Krieger, wird da behauptet. Ich betone hier jetzt bewusst die männliche Perspektive, weil in diesen Ecken ist dann immer nur von den bösen Männern die Rede, die da kommen. Wir sind hier also dabei, eine In-Group zu etablieren. Ja? In-Group sind wir, die armen Deutschen, die Guten, die Tollen, und die Out-Group sind die bösen, geflüchteten Männer, die hier kommen. Die sind Krieger, die sind gefährlich. Mit dieser guten In-Group wird der Selbstwert des Publikums aufgewertet und mit dem Angstszenario, das hier schon vorbereitet wird, gefährliche Krieger, die uns bedrohen, wird der Negativity-Bias angetriggert. Das heißt, ich bin schon mal aufmerksam, weil hier ein möglicher Gefahrenreiz da ist und mein Grundbedürfnis von Sicherheit könnte bedroht sein. Hier Kontrolle und Orientierung. Und natürlich ist die Armee auch schon ein Frame, denn eigentlich haben wir es hier mit einzelnen geflüchteten Menschen zu tun, die aus Kriegsgebieten flüchten. Wenn man sich Einzelne vorstellt, ist man fähig zu Empathie, Mitleid kann vielleicht helfen. Wenn ich das Bild einer Armee aufrufe oder einer Invasion, was auch gern verwendet wird, auf so jemand reagiert man nicht mit Mitleid, da reagiert man mit Gegenwehr. Und das ist genau das Ziel, weshalb dieser Frame verwendet wird. Es soll also eine bestimmte Reaktion wahrscheinlicher und eine andere unwahrscheinlicher gemacht werden. Genauso das Thema, da kommt ein Strom, eine Welle. Ja? Das Bild, das hier frametechnisch aufgemacht wird, ist etwas, das für mich als Einzelperson bedrohlich sein kann. Die Welle kann mich erschlagen, sie ertränkt mich. Sie ist auf jeden Fall wieder keine Einzelperson, sondern eine amorphe Masse. Mit einer amorphen Masse kann ich kein Mitleid haben. Auch das ist also wieder mit Absicht sprachlich manipuliert an dieser Stelle. Und da kommen wir jetzt dann auch schon zur Täter-Opfer-Umkehr, denn da wird jetzt auch noch gesagt, die bedrohen uns und deshalb müssen wir uns wehren. Und da wird natürlich Gewalt legitimiert und das ist präventiv, weil es wird natürlich auf allen Kanälen gespielt, die bedrohen uns, die bedrohen uns, die bedrohen uns, die kommen nur hierher, jetzt haben wir noch Zeit zum Handeln. Das heißt, der Präventivschlag ist gerechtfertigt und deshalb kommt es auch immer wieder dazu, dass man in der Zeitung dann liest, jemand hat einen Molotow-Cocktail in ein Geflüchtetenheim geworfen und befragt, warum er das denn getan habe, hat er dann angegeben, ja, er wollte nur sein Vaterland verteidigen, weil die würden uns ja alle angreifen. Das ist das, was am Ende dieses Narrativs steht, wenn das verbreitet wird. Und wenn man das nur an ausreichend viele Menschen verbreitet, wird am Ende irgendjemand zur Tat schreiten. Nach dem Prinzip stochastischer Terrorismus, wenn ich ausreichend Menschen mit diesem Hass Gewalt legitimiere, wird in irgendjemandem werden die richtigen Faktoren zusammenkommen, die richtigen Anführungszeichen, und die Handlung wird entstehen. Das ist auch ein Prinzip, das angewendet wird. Gerne wird das Prinzip auch noch ergänzt, das Prinzip des großen Austauschs noch ergänzt durch die Aussage, die Regierung und die Medien, die stecken da sowieso mit drin oder die vertuschen das. Ja? Sodass ich in einer Situation, wo ich als Publikum verängstigt bin, orientiere ich mich vielleicht, was macht die Regierung, schützt die mich, was machen die Medien, diesen sicheren Hafen nicht mehr habe, weil mir wird ja gesagt, der gehört auch schon dazu. An wen wende ich mich also? An die PopulistInnen, die diese Dinge verbreiten. Und die können mir natürlich auch noch allerhand anderen Kram erzählen, wenn ich keinen seriösen journalistischen Medien mehr glaube. Wo führt das am Ende hin? Warum wurde das jetzt alles gemacht? Am Ende steht die Aussage, wir sind die Einzigen, die sich heroisch wehren gegen diese bösen Angriffe von außen. Folgt uns, wählt uns, unterstützt uns. Da schließt sich dann der Kreis. Wir sind die Helden. Aus dem Unterdrückten heraus werden wir zu Helden. Das ist auch immer eine Geschichte, die jemanden sehr sympathisch macht. Das ist ein typischer Erzählmodus, wo man mit dem Unterdrückten Held der Geschichte mitfiebert, der dann sich selbst erhebt gegen die bösen, unterdrückenden Mehrheiten. So. Am Ende des Tages geht es darum, dass diejenigen, die diese Nachricht senden, sich Ressourcen verschaffen wollen, seien das Wählerstimmen, seien das Spenden, seien das neue Mitglieder.
Was wurde hier also gemacht? Man hat mit einem dramatischen Bedrohungsszenario starke Ängste ausgelöst, hat dann die Vertrauen in die bisherigen OrientierungsgeberInnen ausgehöhlt, um diesen Platz einzunehmen. Man stellt sich jetzt selbst als die einzige Lösung der selbst erzeugten Ängste dar. Und dann möchte man im nächsten Schritt durch Wählerstimmen, die man sich dadurch geholt hat, Macht sichern, das Land nach rechten Vorstellungen umgestalten und natürlich gerne auch persönlich profitieren. Und damit sollte auch die Frage beantwortet sein, wer hat denn was von diesem ganzen Zirkus? Das sind diejenigen, die diese Nachrichten setzen, also die PopulistInnen selbst. Kommen wir zum Thema Propaganda. Propaganda ja leider in den letzten Wochen doch wieder sehr sichtbar geworden. Und deshalb habe ich hier auch das Beispiel russischer Rechtfertigung des Überfalls auf die Ukraine mitgebracht. Verbreitungskanal auch hier, nicht nur im Internet, aber eben auch. Und auch dort wieder überall, wo jemand mitliest und weiterteilt. Da sind die Konten auf den Social-Media-Kanälen doch schon sehr aktiv. Und hier haben wir ein paar Kernaussagen mitgebracht. Einmal zu Anfang, bevor die aktuellen Übergriffe angefangen haben, wurde gerne behauptet, ja, diese Berichte über russische Truppenaufmärsche an der Grenze, das sind nur westliche Fake News. Was bedeutet das? Man setzt quasi, also Russland setzt in dem Fall quasi der russischen Bevölkerung gegenüber die Aussage, wir als In-Group werden hier quasi von außen angegriffen, beziehungsweise die westlichen Medien als Out-Group sagen über uns Dinge und das stimmt alles gar nicht. Ja? Und in dieser Dichotomie sind natürlich die westlichen Mächte nicht vertrauenswürdig und die Bösen, weil wir alle zusammen, wir wissen ja, wie es wirklich ist. Dann wurde die Behauptung gesetzt, die Ukraine griffe Russinnen im Donbass an und Russland müsse helfen. Hier wird natürlich auch wieder gesagt, hier, das sind eure Brüder und Schwestern, Teile unserer eigenen In-Group, die werden hier angegriffen. Wir müssen zum Helden werden und hier heroisch helfen, also wieder eine Selbstheroisierung und natürlich ein Frame, in dem ein Einschreiten viel einfacher zu rechtfertigen ist, als die tatsächliche Lage das hergeben würde. Und wir sind natürlich auch wieder bei einem Schreckensszenario. Das heißt, unser Negativity Bias führt dazu, dass wir da stärker angezogen werden von diesen Nachrichten. Und unser Sicherheitsbedürfnis ist auch betroffen. Dann wurde natürlich gerne noch behauptet, die Ukraine hätte schon immer zu Russland gehört. Und deshalb könnte man ja quasi sowieso machen, was man will. Das heißt, man nimmt so ein bisschen diese Grenzüberschreitung, die wortwörtliche weg, indem man sie quasi wegframed. Und zu guter Letzt auch noch sehr wichtig, die Aussage, die ja auch heute immer noch getätigt wird, die Ukraine sei von Nazis in Geiselhaft genommen und es bräuchte eine Entnazifizierung, was aus verschiedenen Gründen sehr perfide ist, aber auch vor allem historisch funktioniert, weil man der eigenen In-Group sagt, die eigene In-Group an etwas anspricht, was sie alle in sich tragen, nämlich das kollektive Wissen, dass man als Sowjetunion früher quasi die Nazis besiegt hat. Das heißt, in dieser Geschichte ist glasklar, wer ist der Gute, wer ist der Böse und wir sind uns alle einig, weil das ist wirklich kollektive Erfahrung oder die unserer Vorfahren sozusagen. Und diesen Frame nimmt man jetzt und stülpt den über auf die jetzige Situation und wenn der greift, ist ja wieder die Ukraine, das sind dann die Bösen, weil das sind die Nazis, ein Böser geht es quasi nicht. Und Russland spielt die gute Rolle und das immunisiert auch so ein bisschen gegen Kritik, weil jeder, der in diesem Frame jetzt diesen Angriff kritisiert, macht sich im Frame ja gemein mit den Nazis. Und wer macht das denn? Also das ist auch wirklich, da steckt dann nochmal eine ganze Menge drin, weshalb das verwendet wird. Was ist hier also passiert? Man nutzt ungefähr jedes Narrativ, das Russland als unschuldig oder heldenhaft darstellt, keinesfalls jedenfalls als Aggressor. Man knüpft an alte, gruppenidentitätsstiftende Narrative wie den Sieg gegen die Nazis, um aktuelle Gewalt positiv zu framen. Man negiert jegliche entgegengesetzten Meldungen als feindliche Propaganda gegen die eigene In-Group. Und man versucht weitestmöglich, andere Kommunikation zu kontrollieren, damit da keine Störgeräusche reinkommen und man in Ruhe die eigene Bevölkerung mit Propaganda bespielen kann. Schauen wir mal zum Thema Radikalisierungsangebote. Da habe ich zwei mitgebracht. Ich erkläre euch vielleicht nochmal kurz, warum ich Angebote sage. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie Menschen sich radikalisieren können. Natürlich kann noch jemand einen Wunsch in sich tragen und bestimmte politische Meinungen schon haben, dann im Netz auf die Suche gehen und sich da selber immer weiter reingraben. Natürlich findet das statt. Die Phänomene, die ich zeigen möchte, sind aber, wenn radikale Gruppen von sich aus Kommunikationsmaßnahmen setzen, um bestimmte Leute anzulocken und an sich zu binden. Und deshalb habe ich das hier Angebote genannt. So, wir haben einmal das Beispiel
der Signale von islamistischen RekrutiererInnen. Das findet auch immer noch statt. Ich habe hier als Beispiel die Herangehensweise über DMs in sozialen Netzwerken. Was da grundsätzlich gerne gemacht wird, ist, Jugendliche anzusprechen. Beide Beispiele der Radikalisierungsangebote wenden sich übrigens an Jugendliche, um die an sich zu binden. Und insbesondere bei IslamistInnen, die gehen dann schon gerne an Jugendliche, die entweder einen islamischen Background haben, oder zumindest von der deutschen Mehrheitsgesellschaft so gelesen werden, sprich POC sind. Das reicht auch schon für Diskriminierungserfahrungen, an die kann man als Islamist anknüpfen. Fangen wir von oben an. Wir sprechen hier von Jugendlichen als Zielgruppe, das heißt, wir haben die vulnerable Phase gegeben und um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, wird ein niedrigschwelliger Einstieg gewählt, also foot in the door, erstmal den Fuß in die Tür kriegen, schmeicheln, sich sympathisch machen, jemanden vielleicht so ein bisschen aufwerten, ne? Also wenn man geschmeichelt wird, hilft das ja schon mal zumindest kurzfristig dem Selbstwert. Und man signalisiert, hey, wir gehören doch zu einer Gruppe, ja, In-Group, wir sind doch irgendwie Brüder und so weiter. Und dann wird auch relativ schnell an Diskriminierungserfahrungen angeknüpft. Dann wird suggeriert, die westliche Mehrheitsgesellschaft wird dich nie so akzeptieren oder respektieren, wie du bist. Und gleichzeitig wird aber der Islam oder auch gleich der radikale Islam als moralisch überlegen dargestellt. Also hier wieder unsere In-Group und die Out-Group, die westliche Mehrheitsgesellschaft, die sind sowieso verdammt sozusagen. Die werden dich sowieso nicht annehmen, die haben dich so verletzt, die werden dich eh nicht annehmen. Und da bleibt natürlich dann die Frage offen, ja, aber zu welcher Gruppe kann ich mich denn zuwenden? Und das Angebot wird natürlich auch gleich gemacht. Sprich, es wird versprochen, du, der du so viel zurückgewiesen worden bist, wenn du dich uns anschließt, bist du Teil der großen Weltgemeinschaft der Muslimen. Und ne, dann hast du eigentlich endlich den sozialen Anschluss, den du dir die ganze Zeit gewünscht hast. Du kriegst eine Aufgabe mit Sinn im Sinne von, also in Allahs Sinn, also in diesem Weltbild. Und dann wird auch gerne wieder auf Angst gespielt, sprich man knüpft an vermutete, bereits hergebrachte Bilder von Hölle, von Verdammnis, vom Teufel an. Und wo man sagt, ja, wenn du den falschen Lebensstil hast, dann kommst du in die Hölle und das ist alles ganz schlimm. Aber wenn du zu uns kommst, wirst du quasi reingewaschen und kannst neu starten und mit dem und dem Lebensstil ist alles gut. Und dann kommst du in den Himmel. Also auch hier wieder wird stark mit Angst gearbeitet und dann die Lösung angeboten. Wenn du das machst, was ich jetzt hier von dir haben möchte, dann löst sich dieser Angstzustand wieder auf. Auch hier sind wir natürlich wieder im Thema Negativity Bias und Sicherheitsbedürfnis ist auch berührt. Und zu guter Letzt wird auch noch gerne der Alltag strukturiert mit Ritualen, Medien und Austausch. Das ist auch wieder angstbindend, ne? Weil wenn ich mich frage, wo ist mein Platz in der Welt, bin ich ein guter Mensch oder nicht? Und dann suggeriert bekomme, wenn du das und das und das alles machst, bist du ein guter Mensch in diesem Weltbild, dann ist das zwar aufwendig, aber angstlösend. Und zu guter Letzt auch hier wieder der Versuch der Isolation von störenden Signalen von außen, Abwertung und Einschränkung externer Informations- und Einflussquellen. Also das Opfer wird an dieser Stelle isoliert. Was ist also hier passiert? Es wurden vulnerable Jugendliche angesprochen, es werden Diskriminierungserfahrungen ausgenutzt, es wird suggeriert, man solle sich von der westlichen Mehrheitsgesellschaft abwenden hin zum radikalen Islam. Es werden Ängste bewusst geschürt, um dann eine Lösung anzubieten und man isoliert wieder von störenden Gegenmeinungen sowie es findet eine Indoktrinierung statt durch rituale Medien und soziale Einbindung. Also man wird immer tiefer reingezogen sozusagen. Kommen wir zum Rechtsextremismus. Und das Witzige ist, diese beiden Gruppen, die sich ja eigentlich ideologisch spinnefeind sind, spielen sich gegenseitig auch die Leute zu. Also in dem Moment, wo Rechtsextremisten in der Gesellschaft mehr Einfluss gewinnen, manifestiert sich mehr der Rassismus, der eh schon da ist. Jugendliche, die als Muslime gelesen werden oder die zumindest als POC eben Rassismuserfahrungen machen und bekommen diese Ausgrenzungserfahrung noch verstärkt, da können dann wiederum IslamistInnen angreifen und sagen, guck mal, die wollen dich eh nicht haben, komm zu uns. Am Ende des Liedes finden dann vielleicht wieder mehr Anschläge statt, weil eben islamistische Gruppen Zulauf bekommen haben und das wiederum greifen RechtsextremistInnen dann wieder auf, um ihre eigene Propaganda zu verbreiten. Also, obwohl sie sich ideologisch verfeindet sind, spielen sie sich gegenseitig in die Hände eigentlich. Und interessant ist auch, die Phänomene, die ich hier jetzt gleich zeigen möchte bei den Rechtsextremen, dieses popkulturelle Anbiedern an die junge Zielgruppe findet bei IslamistInnen genauso statt. Also gerade auf Social Media mit Memes und was weiß ich nicht alles. Da gibt es schon interessante Parallelen an den Herangehensweisen.
Was haben wir jetzt hier? Wir haben Rechtsextreme, die versuchen, Jugendliche zu ködern. Sie machen das mit popkulturellen Angeboten und auf Social Media. Was genau passiert? Wir sind wieder in der vulnerablen Phase, weil wir es von Jugendlichen haben. Und das Erste natürlich, Aufwertung des Deutschseins. Wir als Deutsche, du bist, wenn du deutsch bist, bist du erstmal gut. Du hast dich vorher vielleicht gefragt, bin ich clever genug, bin ich schön genug, kann ich was? Ist egal. In dem Moment, wo du deutsch bist, bist du in-group, bist du gut. Selbstwertaufwertung, in-group, alles schon mal da. Dann wird die gute alte Zeit verklärt und aufgewertet und die aktuell vermeintlich verkommene heutige Zeit, wahlweise Schuld der Feminismus, die Juden oder die Ausländer oder was auch immer, wird abgewertet und teilweise auch zum Schreckensszenario gestaltet. Das heißt, hier sind wir auch wieder beim Negativity Bias und bei dem Bedürfnis nach Kontrolle und Orientierung, sprich Sicherheit. Was macht man jetzt? Man braucht hier wieder nicht mit der Tür ins Haus fallen. Man bietet also niedrigschwellige Angebote für Jugendliche zum Einstieg in die Ideologie an. Zum Beispiel knüpft man an beliebte Konzepte wie Heimatliebe an. Jetzt findet ihr Heimatliebe vielleicht nicht so wahnsinnig anschlussfähig, aber in konservativeren Kreisen ist das durchaus der Fall. Aber es gibt natürlich auch andere Dinge, ja, was weiß ich, die Liebe zur Natur und was auch immer. Kann man sich auch auf Instagram schön auf Hashtags angucken, was da alles los ist. Und ansonsten nutzt man andere popkulturell etablierte Konzepte und imitiert die, ja, bestimmte Styles wie Vaporwave, Musik, Memes, Games, Kochshows auf YouTube, es ist alles da, rechte InfluencerInnen auch, gibt's auch alles. Das heißt, man bietet sich an, man möchte Sympathie haben, man möchte als In-Group erscheinen, ich bin einer von euch, wir sind gleich, ja, und Lusterzeugung taucht das erste Mal auf, denn dieses ganze Zeug macht natürlich auch irgendwie Spaß. Das Gefährliche daran ist, dass es zwar niedrigschwellig, aber inhaltlich trotzdem bereits erste Versatzstücke von menschenverachtender Ideologie transportiert. Niedrigschwellig, um eben dann nicht gesperrt zu werden von den Plattformen, weil was weg ist, kann nicht wirken und niemanden anlocken. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass menschenverachtende Inhalte gerne als Provokation und Ironie umgeframed werden. Das ist natürlich zum einen interessant, weil wenn dieser Frame greift, ist natürlich jeder, der es kritisiert und sagt, es ist halt eigentlich nicht geil, was ihr da macht, ist halt einfach nur jemand, der keinen Spaß versteht und der das alles viel zu ernst nimmt. Und schon ist er diskreditiert und die Kritik fällt weg. Und zum anderen reden wir ja von der Zielgruppe Jugendliche. Und welche Zielgruppe findet Grenzüberschreitung geiler als Jugendliche? Ungefähr niemand. Ja, das heißt, wir haben hier wirklich ein Vehikel gefunden, das perfekt auf die Zielgruppe passt. Und da Menschen dann gerne auch der Meinung sind, ja, ich kann ja auch mit Humor umgehen, alles gut, ne? Irony Poisoning straft sie dann leider, ja, Lügen nicht, aber belehrt sie eines Besseren, denn je mehr ich mir davon angucke, desto eher wird aus Spaß dann doch vielleicht mal ernst. Und das ist eben nicht schön, wenn es sich um menschenverachtende Ideologie darum handelt. Letztlich findet hier auch wieder ein Hineinziehen in den Kaninchenbau statt. Die Leute werden in immer krassere Gruppen reingezogen, die vielleicht auch wieder als elitär verkauft werden. Auch da haben wir es wieder mit der Verknappung zu tun. Gibt auch ganze Server, die dann irgendwelche Ranking-Strukturen haben, wo man dann mit jedem kleinen Posten nochmal so einen kleinen Selbstwert-Push bekommt, wenn man sich bewiesen hat. All das zählt natürlich wieder auch auf den sozialen Anschluss ein. Der Selbstwert wird erhöht und da haben wir diese ganzen Mechanismen wieder am Werk. Was ist hier jetzt also passiert? Für alle popkulturellen Interessen wurden rechtsextreme Angebote geschaffen, um Sympathie zu erzeugen und jeden erreichen zu können. Damit wird ein rechtsextremes Gedankengut verbreitet und normalisiert, möglichst niedrigschwellig, um eben nicht rauszufliegen und nicht abzuschrecken. Neulinge werden rekrutiert und radikalisiert und die eigene Gruppe wird gestärkt und es wird ein Zusatz an Ressourcen gesichert, sprich mehr Leute, die mitarbeiten können, aber auch Geld und Einfluss und Connections. Kommen wir zum letzten Punkt in diesem Phänomen der Verschwörungsideologie. Das ist ja ein Thema, das uns gerade in den letzten 2 Jahren nochmal verstärkt beschäftigt hat. Und da ist ja auch die Frage, wie lockt diese Bubble eigentlich weitere Interessierte an, jetzt mal anhand des Themas Corona. Hier würde ich jetzt mal vor allem die virale Content-Verbreitung sehen. Wir haben das ja alles gesehen von Artikeln, die einem geschickt werden, YouTube-Videos in Massen, irgendwelche Kommentare, Screenshots, aber auch Sprachnachrichten, die dann in irgendwelchen Familien-WhatsApp-Gruppen auftauchen. Die setzen sehr stark auf die Viralität, insbesondere in der Zeit kollektiver Verunsicherung wie der Corona-Pandemie, was ja leider immer noch gilt. Was wird hier also gemacht? Man bezieht erstmal eine deutliche Gegenposition zum allgemeinen Kenntnisstand und framet sich dabei schön als rebellische Trägerin der Wahrheit. Dieser Frame ist auch wieder so einer, der um Sympathie heischt, weil wenn wir jetzt ein David gegen Goliath-Szenario aufmachen, wissen wir alle, wem unsere Sympathie gelten sollte. Das ist von vielen Erzählungen, das sind wir kulturell einfach gewöhnt und daran wird jetzt angedockt. Die Bösen da oben, die uns unterdrücken, wir arme kleine Helden hier unten.
wieder vom Opfer zum Held, eine Geschichte, die Sympathie einfordert, insbesondere wenn sie von dieser Person selbst erzählt wird. Ansonsten sind wir hier leider auch sehr schnell beim Antisemitismus. Jetzt mal als inhaltliches Beispiel die Behauptung, Corona ist das Ergebnis einer bösartigen, wahlweise jüdischen Weltverschwörung gegen uns. Da haben wir wieder die anderen Bösen gegen uns, also In-Group und natürlich den Antisemitismus. Da werden Konzepte aktiviert, die ich hier überhaupt als Absender der Nachricht gar nicht, ich muss sie nicht herstellen. Die sind in uns drinne. Antisemitismus weiterhin ein Riesenproblem und die werden hier einfach aktiviert und einbezogen. Und wir haben hier jetzt das Beispiel für den Proportionality Bias, den Verhältnismäßigkeits Bias, den ich eben vorgestellt habe, nämlich diese Tendenz, dass es uns irgendwie wahrscheinlicher erscheint, dass so bei so einem krassen Ereignis wie der Corona-Pandemie mit dramatischen Folgen irgendwie ähnlich dramatische Auslöser dahinter stecken müssen, weil es irgendwie sonst komisch erscheint und auch natürlich wahnsinnige Ängste auslöst, erkennen zu müssen, in einer Welt zu leben, wo blöde Zufälle zu solchen furchtbaren Konsequenzen führen können. Das heißt, absurderweise ist die Erzählung von dieser bösen, großen Weltverschwörung auch angstlösend in dem Moment. Weil, und da wird es wieder gefährlich Richtung Gewaltlegitimierung, in einem Szenario, wo Zufälle zu sowas führen können, kann ich überhaupt nichts dagegen tun. Ich bin ausgeliefert und muss einfach hoffen, dass es nicht passiert. In dem Szenario, wo eine große Gruppe böser Menschen sich zusammengefunden hat, um diese Konsequenzen auszulösen, könnte ich etwas tun? Ich könnte versuchen, diese Menschen zu bekämpfen oder Schlimmeres. Und da sind wir dann schon wieder bei der Legitimation von Gewalt. Auch hier wird wieder platziert, Regierung, etablierte Medien, brauchst du jetzt gar nicht nach Halt suchen, weil die belügen dich oder die stecken gleich mit unter der Decke. Mach deine eigenen Recherchen. Do your own research. Da kommt jetzt der Confirmation Bias rein, weil ich natürlich weiß, wenn ich seitens meiner verschwörungsideologischen Bubble da eine Person habt, der habe ich den Floh schon ins Ohr gesetzt, dass das alles nur aus der Verschwörung kommt und jetzt sagt, nee, aber lass, ja, don't take my word for it, google das einfach mal, weiß ich natürlich, dass da draußen schon so viele Quellen sind, die mein Bild wiedergeben, auch wenn es vielleicht falsch ist, dass der das schon finden wird. Und im Sinne von Confirmation Bias, ja, wird das vielleicht auch schon aktiv aufsuchen. Schön auch immer wieder das Thema Mehrheitssimulation, also die Behauptung, wir sind viele oder wir sind das Volk, haben wir auch alle schon deutlich zu oft gehört. Das ist auch im Übrigen dasselbe Prinzip, wie das funktioniert, wenn rechte Trolle Kommentarspalten fluten. Wir tun so, als wären wir die Mehrheitsmeinung, damit andere sich davon beeinflussen lassen, denken, ja, ist ja vielleicht doch nicht so krass, vielleicht sehe ich das ja doch auch so. Wir sind nicht frei davon, uns von einer wahrgenommenen Mehrheitsmeinung beeinflussen zu lassen, das wird hier verwendet. Und wieder die Selbstheroisierung, wir werden hier unterdrückt, aber wir werden uns jetzt wehren und so weiter. Auch hier wieder die Vorbereitung von Gewalt. Die wollen uns ja töten mit der Impfung. Wir müssen uns wehren und zu HeldInnen werden. Ihr erinnert euch vielleicht an den erschossenen Tankwärter, den ich eben schon angesprochen habe. Ja, sowas kann am Ende der Kette bei sowas rauskommen, wenn solche Aussagen immer wieder wiederholt werden und jemand dann auch glaubt, ich habe doch sowieso die ganze Bevölkerung hinter mir, weil wir sind doch das Volk und wir wehren uns doch nur. Am Ende der Kette werden die Menschen dann auch wiederum eingeladen in radikaler werdende, vielleicht auch elitärere Kreise, haben wir wieder die Verknappung, wieder die Aufwertung und natürlich den sozialen Anschluss und dort eine Dauerbeschallung mit ideologiekonformer Weltsicht. Wer diese Telegram-Gruppen schon mal gesehen hat, weiß, was ich meine. Da kommen wirklich im Minutentakt, Sekundentakt die Nachrichten rein und man ist ja dann auch nicht nur in einer Gruppe. Wer das aushält und dann vielleicht auch noch mit dem Ton, ja, ich könnte das nicht. Was ist hier also passiert? Man hat effektheischend erklärt, besonderer Träger einer Wahrheit zu sein. Man hat die Welt, die komplexe Welt, was ja anstrengend und belastend ist, klar in Gut und Böse aufgeteilt. Es findet also eine Entlastung statt. Man knüpft an etablierte Sündenbock-Szenarien und man diskreditiert praktischerweise seriöse Quellen und bietet Alternativmedien an. Man schafft ein Vakuum und kippt da genau das rein, was man möchte, dass das Publikum sich anschaut. Man verbreitet natürlich wieder Angstszenarien und bietet die Lösung an und bietet das Lösungsnarrativ an, von wegen, wir sind die Helden und wir werden diesen Angstzustand, den wir euch selbst in den Kopf gepflanzt haben, gerne wieder beenden. Man ruft auf, sich endlich gegen die Unterdrückung zu wehren und man schafft eine Dauerbeschaltung der rekrutierten Community mit ideologiekonformen Inhalten zur Festigung des Weltbildes. Was sind jetzt Gemeinsamkeiten, die wir in diesen Mustern gesehen haben? Was immer wieder vorkam, war das Thema Heraufbeschwören von Angstszenarien und dann Verkauf des eigenen Angebots als Lösung. Also ich schaffe einen für euch als Publikum super angenehmen Zustand, der alle möglichen Grundbedürfnisse und so weiter betrifft und heizt euch richtig auf, wie schlimm die Welt ist und wie dramatisch und wie gefährlich und alles. Und dann
biete ich euch die Erlösung an, indem ich sage, ja, aber wenn ihr jetzt uns beitretet, uns fördert und so weiter, dann wir versprechen euch, dann wird das wieder. Was natürlich perfide, aber auch einfach effektiv ist leider. Man knüpft dann etablierte Konzepte an, dann muss man sich nicht selber die Arbeit machen, diese Narrative erst zu erstellen und zu bespielen. Man verwendet Framing, um die Realität umzudeuten und sich auch gegen Kritik zu immunisieren. Und man aktiviert und bedient psychologische Grundbedürfnisse beziehungsweise stellt diese Bedienung in Aussicht. Nicht zuletzt macht man sich das Leben leichter, wenn man die AdressatInnen von anderen Einflussquellen isoliert, damit die nicht auf die Idee kommen, mal zu hinterfragen, was ich ihnen hier eigentlich erzähle. So, jetzt einmal durchatmen. Wir haben uns jetzt angeschaut, was macht uns, also welche Vulnerabilitäten haben wir in uns, wo können Menschen bei uns andocken, wie wird das verwendet oder wie kann man das verwenden und wie wird das in bestimmten Szenarien verwendet, die uns im Netz immer wieder begegnen. Und da wir hier von digitaler Manipulationsresilienz sprechen, das hat schon seinen Grund, denn es spielt schon auch eine Rolle, auf welchem Spielbrett dieses ganze Spiel gespielt wird. Und das ist eben das Internet und vor allem die sozialen Medien. Und natürlich ist es jetzt nicht so, dass es vor Internet und sozialen Medien keine Manipulation und keine manipulative Sprache gegeben hätte. Propaganda gab es natürlich auch schon früh über staatlich kontrollierte Zeitungen, Flugblätter oder Radio. Man denke an die 30er Jahre, man denke aber auch an den Völkermord in Ruanda. Rechtsextreme Gruppen haben in den frühen 90er Jahren über Mailbox-Systeme kommuniziert. Die waren sowieso schon immer gut darin, die aktuelle Technik zu verwenden, um aus der kleinen Gruppe heraus, die sie sind, möglichst viel Kommunikation rauszuholen. Und Verschwörungsideologien gab es natürlich auch schon vor Telegram. Aber das heutige Internet macht es TäterInnen trotzdem besonders leicht. Wenn ich früher eine große Zielgruppe hätte erreichen wollen, dann hätte ich vermutlich an irgendwelchen Redaktionen vorbeigemusst. Ob das jetzt Radio, Fernsehen, Printmedien sind, egal. Es gab GatekeeperInnen und gibt es dort auch immer noch. Ich muss an Redaktionen vorbei, ich muss journalistische Standards einhalten, ich muss irgendwelche Quellen vorlegen und so weiter und so fort. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit irgendeiner hanebüchenden Nachricht in ein Qualitätsmedium reinkomme und an dessen Zielgruppe in großem Ausmaß rankomme, ist sehr unwahrscheinlich gewesen. Und heute fällt das weg. Jeder kann senden, es wird auch ständig gesendet auf allen Kanälen, was natürlich auch zu einer großen Konkurrenz in der Aufmerksamkeit führt. Klar, es sind nicht einfach nur, was weiß ich, 5 Zeitungen und 3 Sendungen da, sondern unzählige Angebote. Aber theoretisch ist es jedem möglich, eine hohe Reichweite zu erreichen. Praktisch hängt das natürlich von Dingen ab, ja, aber wenn ich in der Lage bin, einer ideologischen Gruppe angepasst, ideologiekonform zu kommunizieren und vielleicht von größeren Accounts geteilt werde, die mir Reichweite schenken, dann kann theoretisch jeder Reichweite bekommen. Und da zeigt sich eben dieses fehlende Gatekeeping. Außerdem findet jede und jeder Gleichgesinnte und damit Ressourcen. Das ist total toll auf der einen Seite. Das kann aber auch echt gefährlich werden, weil dort, wo früher Menschen, die in, weiß ich nicht, besonders radikal waren, gewaltverherrlichend waren, gefährlich waren für die Gesellschaft, eine Person in einem Dorf waren und der Rest des Dorfes sozialen Druck ausgeübt hat, damit die halt nicht sich ausbreiten und Dinge tun, und die Person auch immer wusste, ich bin eine kleine, laute Minderheit. Wo das früher so war, kann diese Person jetzt online gehen und die ganzen Pendants aus den anderen Dörfern finden, zusammen eine Community bilden, sich in der Community einreden, sie seien die Mehrheit, kommunizieren, Leute anlocken und wirksam werden mit den Ressourcen, die sie damit binden und schaffen. Und das sind Dinge, die wir teilweise auch bei Telegram gesehen haben. Und das ist wirklich auch beängstigend bei den negativen Dingen. Nichts und guter Letzt, unser Umgang mit dem Netz hilft halt auch nicht immer. Ja? Wir sind täglich stundenlang online, auch auf Social Media. Wir konsumieren Nachrichten zum großen Teil über soziale Medien, Messenger oder über Bekannte, was auch nicht immer so die besten Quellen sind. Und wenn dort dann die Dinge kommentiert und veröffentlicht werden, unterliegen wir alle mehr oder weniger der Dynamik dieser Plattform. Und die belohnen halt die schnell drastische Positionierung. Nuancen und Faktenchecks halt eher nicht, weil bis ich das alles gemacht habe, sind die alle anderen schon wieder zum nächsten Thema weitergezogen und ich bin hinterher und ich habe FOMO und halte das nicht aus. So, die Dynamik führt also nicht unbedingt dazu, dass wir da jetzt besonders gut hingucken. Und wir erinnern uns, wir wissen zwar um Manipulation, wir wissen, dass die stattfindet, wir halten uns selber aber für weniger beeinflussbar als andere.
Und am Ende des Tages gibt es alle extremen Nischen mit allem, was es so gibt, im Internet zu finden. Ist alles mit ein paar Klicks erreichbar. Wir sind schnell gelangweilt, brauchen immer Extremeres und wir sind echt neugierig. Das heißt, wir landen unter Umständen auch dort, fühlen uns aber wiederum nicht so leicht beeinflussbar und am Ende sind wir es vielleicht doch. Das Fazit an der Stelle wäre also folgendes. Das Netz ist als Spielfeld der ideale Nährboden für manipulative Kommunikation, weil ich selbst als kleine radikale Gruppe mit wenig Ressourcen, mit wenig Geld und wenig Aufwand gute Ergebnisse, große Reichweite holen kann, viele Leute erreichen kann. Wenn ihr euch das hier mal anschaut, links haben wir so ein, ja, einen Kanalübersicht von Telegram-Kanälen. Wenn ihr euch das hier anschaut, wann die, kann ich das mal zeigen? Hier, ja, was das für eine Frequenz ist. 13, 15, 13, 17, 13, 18, 18, 20, 20, 21. Dieses Dauerfeuer macht etwas. Außerdem kommt das in meiner Hosentasche, in meinem Messenger an, der mir irgendwie auch nochmal näher ist als ein Facebook oder Twitter oder was auch immer. Hier haben wir dann noch Behauptungen, dass das Blutbad von Butscha so überhaupt, also dass das einen ganz anderen Kontext gehabt hätte. Also Lügen, die wir hier auf Facebook haben, die schön weitergeteilt werden. Schön auch eine Kanalansicht von Telegram. Da wird dann nochmal kurz gefragt, warum lasst ihr euch von euren Regierungen ermorden? Ja, auch da sind wir ja schon wieder so halb bei der Gewaltlegitimierung. Und wie viele Abonnenten haben wir da? 157.000 plus. Ja, was ja auch durchaus kein Ausreißer ist. Und hier rechts haben wir auch noch einen rechten Influencer, der sich darüber freut, dass die Impfpflicht gescheitert ist und meint, da hätte er jetzt mit seiner Kampagne so beigetragen und sich auch hier heroisch wieder darstellt. Ich werde jetzt hier nicht ruhen, sondern ich mache weiter. Aber bitte, bitte schickt mir doch Geld über PayPal. Wie viele Leute haben hier geliked? Über 2000, da dürften schon die ein oder anderen Euros bei rumgekommen sein. So, jetzt haben wir ganz viel über Probleme gesprochen. Und möchte euch jetzt ungern mit dieser negativen Ansicht hier rausschicken. Denn es gibt jetzt zwar keinen aufwendigen Maßnahmenplan, was ihr jetzt machen sollt, aber es gibt natürlich trotzdem Möglichkeiten, konstruktiv mit der Situation umzugehen. Erstmal ist es natürlich unangenehm zu sagen, boah, verdammt, ich habe menschliche Schwächen. Wir denken halt gerne, wir sind rational, uns betrifft das nicht und so weiter. Es ist so, das wegzuwünschen führt nicht dazu, dass es sich ändert. Wir müssen akzeptieren, dass wir als Menschen bestimmte psychologische Vulnerabilitäten halt haben. Und es liegt nicht in unserer Kontrolle, ob dich jemand anspricht. Wir können durch die Fußgängerzone gehen, jetzt vor jedem Fundraiser weglaufen, aber ob er versucht, uns anzusprechen, werden wir dadurch auch nicht ändern. Wir können uns aber dieser Tatsachen bewusst sein, und genau hinschauen, sowohl bei uns selber, was triggert mich an, was kitzelt mich an bei meinen Grundbedürfnissen, wo reagiere ich stark drauf, wo falle ich schnell drauf rein, aber auch, was machen andere, ja, was machen andere im Gespräch mit mir und da genau hinschauen, um zu bemerken, falls es manipulativ wird. Also, was ist denn zum Beispiel, wenn uns jemand im Gespräch auffällt und wir merken, puh, der spricht mich irgendwie genau an diesen Anfälligkeiten an, könnte man sich ja mal ein paar klärende Fragen stellen. Ist es denn realistisch, was diese Person mir verspricht? Verspricht die mir irgendwie das Paradies auf Erden? Das könnte ein bisschen unrealistisch sein. Wird mir vielleicht sogar was versprochen, was alle meine persönlichen Wünsche irgendwie erfüllt? Bisschen zu gut, um wahr zu sein. Was verlangt die Person denn von mir, was ich tun soll? Und wo würde das hinführen, wenn ich das mache? Vielleicht auch nochmal drei Schritte weiterdenken. Wo führt es am Ende hin? Und wer profitiert davon? Profitiere wirklich ich davon, so wie es mir versprochen wird? Oder profitiert davon eigentlich eher mein Gegenüber? Kommt mir vielleicht irgendein Muster bekannt vor? Wir haben heute immer wieder gesehen, Angst erzeugen und dann eine Lösung anbieten. Ja, also fallen mir vielleicht solche Muster auf, die ich schon mal in den Kontexten, die wir heute besprochen haben, gesehen habe. Auch ein Grund zur Skepsis. Und auch ganz wichtig, wie reagiert diese Person, wenn ich skeptisch oder mit Widerspruch antworte oder wenn ich sage, ich möchte drüber nachdenken, mich also aus diesem sozialen Einfluss zurückziehe, um in Ruhe drüber nachzudenken, vielleicht auch nochmal zu googeln, wer das ist und so weiter. Lässt die Person das zu oder versucht sie mich in diesem sozialen Moment zu halten, wo sie beeinflusst? Ja, weil in dem Moment, wo ich da rausgehe, bin ich vielleicht wieder in der Lage, rationaler zu entscheiden. Dann weiß der halt auch, dann ist die halt auch weg. Das wären Fragen, die hier helfen würden. Was ich besonders wichtig finde, wer informiert ist und genau hinsieht, erhält sich, auch wenn er in eine Manipulationssituation hineinkommt. Wie gesagt, das werden wir nicht vermeiden können. Man erhält sich dann aber die eigene Handlungsfreiheit. Ich kann ja auch mitgehen mit dem, was mir angeboten wird. Vielleicht interessiert es mich, vielleicht bin ich auch selber ein bisschen trollig unterwegs, vielleicht will ich einfach mal gucken, wo es hinführt. Aber was ich wichtig finde, ist, dass man eben nicht blind mitgeht, weil man auf die Manipulation reinfällt, sondern
dass man mitgeht, wenn man das möchte und sich die eigene Handlungsfreiheit an der Stelle hält. Ich habe jetzt sehr viel geredet und sehr schnell. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Wir werden es gleich rausfinden. Einmal too long didn't read, aber nochmal in kompakt mitnehmen. Das solltet ihr über manipulative Kommunikation wissen. Erstens, wir haben psychologische Vulnerabilitäten, die uns empfänglich für Manipulation machen. Populismus, Propaganda, Verschwörungsideologie und Radikalisierungsangebote knüpfen dort an und versuchen, das auszunutzen. Dadurch entstehen massive Probleme für die geköderten Personen, aber auch für die Gesellschaft. Und durch das Medium Internet wird die Problematik leider maximiert. Aber die gute Nachricht, wer Vulnerabilitäten und Manipulationsmuster kennt und erkennt, kann sich und andere schützen. Und damit bin ich jetzt erstmal am Ende meines Vortrags angekommen. Wir sehen auch schon den Herald. Erstmal stay safe, lasst euch nicht verarschen und ich bin gespannt auf eure Fragen. Trinkt erstmal. Ja, herzlichen Dank für diesen Parfumsritt. Ich bin noch gemutet. Nee. Okay, alles gut. Also herzlichen Dank für diesen Parfumsritt. Das war sehr informativ, extrem schnell. Und es gibt, sorry. Und es gibt einen Haufen Fragen. Ich fange einfach der Reihe nach an. Wie kommen Menschen dazu, sich selbst als Teil des Westens zur Outgroup zu machen? Zum Beispiel der böse Westen, die böse NATO und das liebe Russland. Welche Bedürfnisse erfüllt das? Man würde sich ja erstmal von seiner Gruppe isolieren, Freunde, Familie, also die Bindung aufgeben. Wie ist das zu erklären? Naja, also ich würde vermuten, es kommt immer drauf, also Gruppenzuschneidungen können ja auch sehr unterschiedlich sein. Ich kann mich ja zu kleinen Gruppen zuordnen, sei das jetzt zum Beispiel Lokalpatriotismus oder Interessengruppen oder was auch immer. Und ich muss natürlich nicht als, nur weil ich im Westen lebe oder so eine Identität habe, die NATO gut finden oder mich da in die In-Group mit rein definieren. Ich kann natürlich genauso auch sagen, ich bin Teil des Westens, aber ich verurteile das total. Ja? Je nachdem, wie ich dieses Konzept bewerte und ob ich mich damit identifizieren kann oder ob ich auch die Konsequenzen an der Bewertung anderer Leute über meine Zuordnung zu diesem Konzept haben will oder nicht, kann es für mich ja vorteilhaft sein, mich daraus zu definieren oder nicht. Okay. Wer sind die Masterminds der angesprochenen Fälle? Zum Beispiel, wer profitiert von dem Bild der Flüchtlingswelle? Also ich würde sagen, das klingt jetzt sehr nach persönlichem Profit. Ich glaube wirklich, auf der persönlichen Ebene haben wir die Machtebene von Parteien wie der AfD zum Beispiel, die natürlich Einfluss gewinnen, die aber auch natürlich finanzielle Ressourcen gewinnen, indem sie Erfolg haben mit dem, was sie da haben, weil sie Wählerstimmen bekommen, Funding bekommen dadurch und wirken können. Das kann natürlich auch ideologisch sein. Also wenn sie sagen, in meinem Traumland in Deutschland wird nach rechtsextremen Vorstellungen gestaltet, was ja in der Szene auch sehr vorherrscht, kann das ja auch motivierend sein und anziehend sein. Vielleicht ist es auch ganz plump das persönliche finanzielle Interesse. Wie kann man mit Menschen umgehen, die man für manipuliert hält? Da wäre die Frage, was mit manipuliert in dem Fall gemeint ist. Also jemand, der indoktriniert ist in eine bestimmte Richtung. Ich gehe jetzt mal in die Richtung, weil es, glaube ich, schwierig ist, jetzt eine Ergänzung zu bekommen. Also das ist ja ein Thema, das insbesondere jetzt durch diese erweiterten Verschwörungsbubbles in den letzten 2 Jahren nochmal sehr stark aufgekommen ist, wo viele Menschen berichten, ich kann mit bestimmten Angehörigen, komme ich nicht mehr auf den grünen Zweig, wir streiten und streiten, die sind total tief drin und wir kommen irgendwie nicht mehr klar. Es gibt inzwischen vereinzelte Beratungsstellen, ich würde das Thema nicht unterschätzen, es ist sehr anstrengend, ich würde die eigenen Grenzen respektieren an der Stelle. Ist aber gleichzeitig so, dass es noch am wahrscheinlichsten ist, jemanden zu erreichen, wenn man auf einer persönlichen Beziehung aufbaut. Katharina Nokun und Pia Lamberti haben auch dazu noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt True Facts, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eher ein Ratgeber an Angehörige. Das fand ich sehr gut, weil das wirklich auch für Laien gut erklärt ist. Und ich würde mir wirklich Unterstützung holen. Und mir bewusst sein, dass es ein harter Brocken ist und dass es jetzt nicht auf meinen Schultern alleine liegt, diese Person wieder zurückzuholen. Das ist aber eine große Aufgabe. Man kann es versuchen, aber bitte die eigenen Grenzen auch berücksichtigen dabei.
kann dann noch sogar noch nachlegen zu der Frage. Gerne. Einfaches Beispiel: Ich lasse mich nicht impfen, weil ich auf Facebook in einer Gruppe gelesen habe, dass das schlimm ist und nicht wirkt. Wie bringt man die zum Nachdenken? Ja, also man könnte zum Beispiel an den Quellen ansetzen. Die Frage ist, okay, wo hast du das gelesen? Okay, wer postet das? Wo hat er das her? Ganz oft sind das halt irgendwelche, also je nachdem, auf welchem Level man unterwegs ist, ist das ja vielleicht auch einfach diese Meme-Kachel, wo jemand einen Text reinschreibt und mehr war es nicht. Ja, manchmal sind es dann, geht es tiefer rein, dann sind es Artikel oder irgendwelche Videos und dann müsste man sich halt angucken, okay, was sind das für Quellen? Da wird es schnell aufwendig. Wo kommt das her? Ist das vielleicht schon widerlegt worden? Gerade so typische Narrative gibt es ganz oft schon vom Faktenfinder der Tagesschau oder vom Korrektiv. Gibt es da schon wirklich Recherchen und Widerlegungen dazu? Damit kann man das machen. Und was ich interessant auch immer finde von der psychologischen Perspektive her, warum, also was bedeutet das für dich? Ja, warum ist das für dich jetzt relevant? Hast du vielleicht generelle Sorgen dazu? Magst du das nicht, dass du von oben Kommunikation ganz viel dazu bekommst, dass du geimpft werden sollst? Was ist dein persönlicher Anteil daran, dass dich das jetzt anzieht? Denkst du, dass die von dir beschriebenen Hilfsmittel von Profiteuren, zum Beispiel islamistische Anwerber, rechtsradikale Netzwerke, bewusst genutzt werden oder eher intuitiv? Es gibt Recruiting-Manuale von, ich glaube, Al-Qaida war das, also auch nicht die letzte Organisation, also IS ist ja eher so das, was uns die letzten Jahre eher beschäftigt hat, aber es gibt ganze Recruiting-Manuale für die RekruterInnen oder eher Recruiter in dem Fall, wie man die Leute anspricht, was man denen für ein Timetable baut, welche Links man denen schickt und so weiter. Also ich würde es für systematisch befinden. Ja. Du hast vorhin Pubertät angesprochen. Gibt es sowas wie eine digitale Pubertät, diese Naivität und Destabilisierung, die aber im Grunde unabhängig vom biologischen Alter ist, sondern einfach im Umgang mit dem Medium praktisch Erwachsene regredieren lässt? Da bräuchten wir jetzt, glaube ich, einen Medienpädagogen. Ich glaube, da bin ich nicht so richtig aussagefähig dazu. Okay. Die Werbekugelschreiber, die du angesprochen hast. Wenn es gratis ist, bist du die Ware. ja, das lässt sich gut anwenden, das stimmt. Ja. Andere setzen Standards, die wir noch nicht transzendieren können. Ist das gemeint, also Standards im Sinne von, man fällt auf diese Mechanismen rein oder wie ist das gemeint? Ja, alles ist gratis. WhatsApp und wie die alle heißen, ist gratis. Und die profitieren davon auf eine Art und Weise, die normalerweise der Einzelne gar nicht transzendieren kann oder gar nicht transzendieren will, weil er nicht weiß, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren. Und wie man mit Metadaten Geld verdient und so, das kann er sich gar nicht vorstellen, weil der ist, was weiß ich, Maurer oder so. Der tut Steine aufeinander und dann ist eine Mauer da und das kann man sehen und dafür kriegt er dann Geld. Und die Dinge, die so unsichtbar ablaufen oder pseudo-unsichtbar, die sind den Leuten nicht zugänglich. Ja, also ich glaube, es ist auch immer eine Frage von, wie viel Energie bin ich bereit aufzuwenden. Und wenn wir alle mal in unseren eigenen Alltag gucken und ich jetzt sagen, wir sind jetzt hier eine tech-affine Zielgruppe grundsätzlich, aber wenn ich euch jetzt mit einem Thema komme, mit dem ihr überhaupt noch gar nichts zu tun hattet und ich sage, es ist aber wahnsinnig wichtig und ich diesen einen Aspekt von eurem Leben, wo ihr immer dachtet, ihr macht das alles richtig und es ist alles safe, und pass mal auf, ich halte euch jetzt mal einen 3 Stunden Vortrag darüber, was da alles furchtbar dran ist und ihr müsst alles ändern. Wie viel Bock habt ihr da drauf? Also wir haben alle jeden Tag so viele Sachen, die wir im Kopf haben, die wir irgendwie managen müssen und auch hier sparen wir halt wieder Energie. Und da ist es dann auch irgendwo hilfreich, wenn man sich halt einfach sagt, das ist ja nicht so wild, ja gut, hier die Experten, was die hier wieder alles wollen. Ich habe hier noch nie ein Problem gehabt mit WhatsApp, das passt schon. Ja, also es ist ja irgendwo auch so ein bisschen Selbstschutz, weil wir halt auch mit unseren Ressourcen wieder haushalten müssen. Von daher auch wieder erklärbar, führt aber natürlich trotzdem zu denselben Problemen. Ja. Interessant, diese Frage. Fallen diese gestörten Wesen nur in alte Verhaltensmuster zurück? Suchen sie nur die Schuld bei anderen anstatt auf der eigenen Seite? Brauchen sie nur einfache Antworten?
Das ist ja auch wieder das, diese gestörten Wesen, ne? Das ist ja das Problem, dass diese Mechanismen grundsätzlich bei uns allen funktionieren. Ja, ich lese aus der Frage so ein bisschen raus, ne? Da ist eine starke Abwertung auch drin. Man hat für sich selber auch vielleicht schon realisiert, ist vielleicht nicht so cool. Man kann das auch finden und das ablehnen, dass diese Bewertungsmuster dann auf eine rationale Ebene holen. Aber grundsätzlich, wir neigen halt zu diesen Mechanismen. Das macht noch nicht per se einen schlechten Menschen. Ja? Man kann sich natürlich trotzdem dafür entscheiden, diese Mechanismen auszunutzen und bewusst Effekte herbeizuführen, wie eine Steigerung des Rassismus und was weiß ich was. Dann ist es schon eine sehr bewusste Entscheidung. Aber alleine die Anfälligkeit zu haben an sich, haben wir leider mehr oder weniger alle. Dann kommt es halt drauf an, welche anderen Faktoren spielen bei mir eine Rolle. Vielleicht reflektiere ich das schon, vielleicht habe ich ein bestimmtes Wertesystem, die damit interagieren und dann halt am Ende unterschiedliche Outcomes rausbringen. Ja, also in dem Zusammenhang, ganz witzig, eine Frage an die Community. Warum denken wir, dass unsere Verschwörungstheorien, Überwachungsstaat etc. besser sind als die der anderen? Wie kann man das in deinem Blickwinkel verorten? Also das ist natürlich eine Frage, die Sinn macht. Man sollte natürlich nicht, zeugt ja davon, dass man Musterähnlichkeiten erkennt, ja, bei dem, was wir verurteilen, bei anderen, bei diesen Bubbles, und dann aber sagt, ist das, was wir machen, so viel anders? Und dann einfach mal drüber nachzudenken, also offen fragen, ist das anders? Und in der Regel kommen wir dann hoffentlich zu dem Schluss, dass wir sagen, naja, wir basieren unsere Annahmen auf bestimmten Fakten, die sind gescheit recherchiert worden und wir haben offen gefragt, wir haben falsifizierbar gearbeitet, also wir haben die Möglichkeit einberechnet, dass wir irgendwann feststellen, wir haben uns geirrt und es ist nicht so, ja. In dem Moment, wo man wirklich versucht rauszufinden, was ist und nicht einfach nur eine Bestätigung von dem, was sich irgendwie richtig anfühlt, weil mein Weltbild bestätigt wird, ist man, glaube ich, schon ganz gut dran. Diese Fragen zu stellen, finde ich völlig richtig, weil wir haben ja irgendwo den Anspruch, dass wir Recht haben mit dem, was wir sagen. Dann sollten wir auch keine Angst davor haben, das zu prüfen. Nicht zuletzt, weil wir es dann auch besser argumentieren können. Ja, die nächste Frage geht dann in dieselbe Richtung. Haben diese Wesen überhaupt ein eigenes Wertesystem oder eine eigene Meinung? Ich meine, die spricht ja schon ab, dass das so ist. Ja, ich glaube schon. Auch da ist halt wieder die Frage, und das macht Psychologie immer manchmal so ein bisschen nervig, ja? Wir haben halt auch nicht 100 Leute und die sind alle gleich. Wir haben 100 Leute, die haben alle gewisse Tendenzen getragen, haben aber auch nochmal eine unterschiedliche Persönlichkeit, unterschiedliche Erfahrungen. Und in der Gruppe dieser Wesen, die jetzt hier angesprochen wird, gibt es bestimmt solche und solche. Ich würde aber nicht sagen, nur weil jemand beeinflusst ist von solchen Vulnerabilitäten, dass das per se bedeutet, dass da keine Persönlichkeit wäre, das funktioniert eh nicht, ja, oder kein eigenes Wertesystem wäre. Wir sind halt zu einem gewissen Potenzial beeinflussbar und dann ist die Frage, was ist denn sonst noch da? Habe ich gelernt, kritisch zu sein, wenn mir jemand was präsentiert? Habe ich gelernt, dass ich meine Ressourcen mit anderen teile oder habe ich gelernt, es reicht, wenn ich auf mich selber achte? Ja, da sind wir beim Wertesystem tatsächlich. Da kombinieren sich verschiedene Dinge zusammen. Ja. Benutzt du Plattformen im Fediverse? Machst du nun Pipapo? Nee, bisher noch nicht. Okay. Wir sind soweit erstmal durch. Der Zeitslot endet auch langsam. Wir werden. Wir werden gleich in Breakout Room gehen. Der ist im Fahrplan verlinkt. Es wird. Nee, warte mal. Ich bin jetzt, gerade ein bisschen auf dem linken Fuß. Wir können noch so 2-3 Sachen machen. Ist es digitale oder eine analoge Manipulationsresilienz, um die es geht? Also.
Also mir geht es heute vor allem um die digitalen Phänomene, also dass wir eine Widerstandsfähigkeit befördern gegenüber diesen Dingen, die insbesondere im digitalen Raum stattfinden. Wenn man es jetzt ganz genau nimmt, ist es eine allgemeine und damit kann man den Begriff eigentlich einfach Manipulationsresilienz nennen, weil die psychologischen Mechanismen, die gemacht werden, ob die jetzt digital vermittelt werden oder ob jemand vor mir sitzt, sind die gleichen. Ich habe es jetzt digitale Manipulationsresilienz genannt, weil mein Spielfeld der digitale Raum ist, also der Einfluss vom digitalen Diskurs auf Gesellschaft und Politik. Und ich da eben diese systematischen Gefahren sehe, die gesellschaftlich durchschnittlich noch nicht ausreichend ernst genommen werden. Bei euch habe ich da, glaube ich, kein Problem, aber ob das so gesamtgesellschaftlich durchschnittlich schon ausreichend ernst genommen wird, ich weiß nicht. Heißt dann leider immer noch, klappt den Laptop zu, dann ist das Problem weg. Das reicht halt leider nicht. Ich zitiere einfach wörtlich, Facebook sollte man als asoziale Medien bezeichnen, oder? Ja, ich kenne das schon. Kann man so machen, verstehe ich. Gibt ausreichende Argumente für diese These, ist absolut richtig. Ja. Ja, wobei, das ist ja im Grunde auch, also es gibt ja nichts Asoziales in menschlicher Interaktion, weil sobald es menschliche Interaktion ist, ist es ja schon wieder sozial. Der Outcome ist nicht immer derselbe oder der wünschenswerte, der aus meiner Position wünschenswerte. Man kann es auch noch ganz genau nehmen und mal fragen, wo der Begriff herkommt. Und ja, da sind wir dann fast wieder bei der Twitter-Debatte. Das müssen wir heute nicht unbedingt auch noch aufmachen. Ja. Es geht daraus hervor, dass das Mastodon oder Matrix-Chat möglicherweise besser ist. Aber dazu ist ja Voraussetzung, dass man in Kategorien von Gut und Böse denkt. Ne? Oder besser, schlechter. Ja. Ist das nicht an sich schon wieder sich so weit in die Knie zu gehen, dass man Augenhöhe herstellt und sich auf die Ebene dessen begibt, den man im Grunde gar nicht bekämpfen kann, weil das gar nicht möglich ist. Wen meinst du mit denen, den du bekämpfen willst? Naja, der anderer Meinung ist als ich. Naja, also nur weil jemand anderer Meinung ist, muss ich den ja noch nicht bekämpfen. Ja? Schwierig wird es halt, wenn jemand etwas als Meinung verkauft, was andere zu Schaden kommen lässt. Also, was weiß ich, Volksverhetzung und solche Späße. Ja? Gibt es ja auch ausreichend. Da ist ja dann auch die Frage, gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, damit umzugehen. Das ist in dem Fall, wo wir bei der Strafbarkeit sind, auch aus meiner Sicht nicht mehr Gegenrede, sondern Anzeige und löschen lassen. Und wenn wir Plattformen haben, bei denen sich gewisse systemische Grundbedingungen verändern würden im Vergleich zu Facebook, Twitter, Insta oder was auch immer, wäre das zu begrüßen. Vielleicht kann gleich im Breakout-Room jemand ein bisschen mehr zu Mastodon sagen, ich bin da leider selber noch nicht, das heißt, ich kann da nur sehr allgemein antworten. Grundsätzlich sagen die Plattformen ja auch immer, wir sind nur eine Plattform, ihr macht den Content, ja, aber ich kann natürlich in meinem Haus Regeln aufstellen, die es wahrscheinlich machen, dass jemand das Haus anzündet und jemand anders zu Schaden kommt, oder ich kann Regeln aufstellen, die es wahrscheinlich machen, dass Menschen, die angegriffen werden, Hilfe bekommen. Und also die Verhältnisse, die ich schaffe, haben natürlich einen Einfluss auf die Ergebnisse. Und wenn wir jetzt eine Plattform hätten, wo diese Verhältnisse besser wären, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Schritt nach vorne wäre. Ja, das grundsätzliche Argument, glaube ich, ist, dass es im Fediverse keine automatischen Vorschläge nach fraglichen Algorithmen gibt. Okay, ja. Das wäre schon mal ein starker Schritt nach vorne, ja. Da ist natürlich dann auch die Frage, ich meine, die Plattformen machen das mit den Algorithmen ja, um uns länger draufzuhalten, um Werbung auszuspielen und sich zu finanzieren und nicht nur zu finanzieren, sondern auch gut zu verdienen. Da wäre natürlich auch interessant zu sehen, sind Plattformen, bei denen das anders funktioniert, auf Dauer in der Lage, sich selbst zu erhalten? Sind sie das vielleicht über freiwillige Spenden? Wie funktioniert das? Ja, also wie stark schlägt das zu Buche, wenn dieser Aufmerksamkeit erhaltende Algorithmus, die Sprache verlässt mich langsam, wenn der wegfällt. Ja, das ist schön. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schluss an dieser Stelle.